Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi und heute geht es an die Prüfung des Schwertes. Vorher solltet ihr wissen, das Master Schwert muss dafür aufgeladen sein. Wenn es seine Kraft verloren hat, funktioniert das nicht. So, müsst ihr nämlich reinstecken. Das habt ihr dann auch nicht während der Prüfung. Das ist voll kacke. Zweitens, es gibt 3 Stufen dieser Prüfung. Das ist jetzt Stufe 1. Und was eine große Hilfe ist, ihr kriegt jetzt echt nichts mit Aufrüsten oder so wie in den anderen Spielen, nein. Ihr habt jetzt echt gar nichts. So richtig gar nichts. Und was ihr aber habt, sind eure Module. Und deswegen lohnt es sich vorher, die Module alle aufzurüsten. Den Chica-Sensor jetzt nicht unbedingt, aber das Stasis-Modul. Wenn ihr das aufrüstet, könnt ihr damit nämlich auch Monster einfrieren, was euch die ganze Sache um einiges leichter macht. Und das Bombenmodul, das wird dann dadurch nämlich auch stärker. Denn ihr habt hier, wie gesagt, nichts außer die Waffen, die ihr findet. Und es ist schon echt hilfreich, wenn man auch mal zwischendurch eine Bombe schmeißen kann. Wenn die dann auch ein bisschen Schaden macht. Also scheut euch nicht, das Bomben- und das Stasis-Modul zu verwenden. Komm, hör auf zu labern, Mann. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt das erste Mal hier unten. Bei weitem nicht. Oh. Scheiße, ich habe eine Badehaube auf und ein Mikrofon, weil ich gerade meine Haarkur einwirken lassen muss. Ach, was tut man nicht alles für die Haare? Sowas habe ich jetzt eigentlich. Ich habe eine Route, die habe ich eben gefunden. Kein Bogen, kein Schild, keine Kleidung. Kein Essen, keine gekochten Sachen. Habe ich aber nicht, oder? Also die habe ich auch theoretisch alle... Nee, die habe ich nicht. Die habe ich zwar theoretisch alle geupgradet. Was für ein beschissenes Wort, geupgradet. Genau, in der anderen Prüfung kann man das upgraden. Haben die mich jetzt gefunden? Ich schleiche doch voll langsam, Alter. Oder tanzen die immer so scheiße? Ich glaube, die tanzen immer so scheiße. Mein Ziel ist nämlich dieser Baumstamm da hinten. Um den schon mal... ja. Die Waffen abzunehmen. Okay. Nein! Aber hier hinten war doch... So, sollte reichen. Oha, fuck, Alter. Mann, ich stelle mich aber auch an wie der erste Mensch. Okay, aber geschafft. Die Waffen nehme ich alle mit. Und geht jetzt auf keinen Fall gleich in den Kreis. Denn ihr erinnert euch, früher war das so, es gab keine Aufladungsmöglichkeiten oder so. Hier schon, hier liegt Essen rum und so. Und das müsst ihr jetzt alles einsammeln. Und das mache ich jetzt auch. Schild. Na gut, ich sammle jetzt hier ein und wir sehen uns gleich auf der nächsten Ebene. Bis gleich, tschüss. So. Mehr als die beiden Eier auf dem Baum und das Zeug in dem Kissen gab es jetzt allerdings nicht. So, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich gehe mal gleich wieder auf mein Stasis-Modul. Der Vorteil ist, wenn ihr die Sachen verbessert, laden die sich auch viel schneller wieder auf. So, es ist immer gut, von oben anzugreifen. Ich habe leider keinen Bogen. Da ist ein Feuer, da sind bestimmt Goblins. Nee, das ist kein Moblin, das ist ein Feuervieh. Okay, nein, er hat mich gesehen. Oh, das wollte ich eigentlich verhindern. Okay, als erstes mache ich den da alle. Denn so eine Bogenschützen können schon echt scheiße sein.
Jetzt sind die da oben dran. Fällt mir ein, eigentlich muss ich meine Waffen noch gar nicht so recht benutzen. Im Moment tun es auch. Huch! Meine Bomben. Komme ich denn jetzt da rauf? Schreckuck raus. Ach, ich habe eine Idee, was ich mache. So, hier können die mich auf jeden Fall nicht mit ihren Pfeilen treffen. Aber ich kann sie, glaube ich, mit meiner Bombe treffen. Ey, die sind echt easy hier. Seht ihr? Ganz schnell wieder aufgeladen. Bäm. Am Arsch. So, das war's auch schon. Jetzt muss ich mal gucken, wo der andere seinen Bogen hingeworfen hat, weil den Bogen würde ich schon gerne haben. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in den nächsten Raum gehe. Ich werde jetzt hier noch in Ruhe alles absuchen, auf der Suche nach schönen Dingen. Gut, dann bis gleich. So, bis auf die Waffen der Gegner und das Zeug in den Holzkisten habe ich jetzt hier nicht weiter erfunden. Also auf zum nächsten. So, das habe ich jetzt alles. Das war alles so in diesen Kisten drin. Zwei Schilder, ein Bogen. Ach, kann man noch benutzen. Ich überlege gerade, was wollte ich denn jetzt? Ich vergessen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in dem Feuer aufhalte. Wo sind denn die Viecher da? Weggeflogen. So, da sind noch mehr. Dafür verschwende ich natürlich nicht meine Pfeile. Bin ja nicht doof. Ah! Was machst du denn da? Link! Mann, ey! Warte, die kann man nochmal benutzen. Nein! So. Also ich bin echt nicht gut, was dieses Werfen angeht, wa? Es hat noch nicht dim-dim gemacht, aber da hinten ist auch noch einer. Unter den Steinen. Na. So. War eine ganz easy Ebene, ne? Fand ich jetzt auch nicht so schwer. Vorsicht nur, dass ihr euch an dem Feuer nicht wehtut. So, ich werde jetzt hier wieder alles absuchen. Auf den Bäumen, unter den Bäumen, überall. In der Hoffnung, ein paar Eier zu finden. Und sonstige Gegenstände. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in die nächste Ebene gehe. Bis gleich. Tschüss. Ja, also so leicht diese Ebene auch war, hier gab es nichts zu holen. Ich meine wirklich nichts. Gar nichts. Keine Eier, keine Kisten. Gut, vielleicht sind die Kisten und das Obst darin verbrannt, aber ich habe jetzt auch kein verbranntes Obst oder so rumliegen sehen. Naja, dafür war es eine leichte Ebene. Nicht bewegen. Na, da will ich aber zuerst drauf. Daraus kann man bestimmt prima Bomben werfen, aber hier eigentlich auch noch alles relativ easy, so wie es aussieht. Dann schleiche ich jetzt mal zu der Leiter. Oh, fickt euch. Ich bin leise geschlichen, Mann. Das liegt nur daran, dass ich nackt bin. Man sieht mich sofort. Dabei habe ich ein Holzschild. Alter!
Ja, den hier mal werfen. Oh, sieht er das? Das Sophie. Komm schon, Rolle, Rolle, Rolle. Guck, ob ich das nochmal hinkriege. Rolle, 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 Rolle. Oh, ich hätte es weiterrollen lassen sollen. Warte nochmal. Da kommt gerade wieder einer hoch. Also bei sowas lohnt es sich echt ein bisschen Geduld zu haben und abzuwarten. Rolle, 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 Rolle. Oh, ich glaube, weiter rollt er nicht mehr, oder? Komm schon, Rolle, Rolle. Das war's. Dann kämpfe ich ab jetzt mit dem Stasis-Modul, damit sie nämlich auch den blauen, so wie der da. Komm schon! Alter! Kein Problem. So. Scheiße! Wieso stehst du noch? Der ist ja immer noch am Leben, Alter. Der hätte jetzt auch eine Bombe fett machen können. Wann sind die Blauen denn so widerspenstig? Richtet ja meine Bombe mehr Schaden an. Nein! Pfeile. Erstmal die ganzen Waffen von den Typen holen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es in die nächste Ebene geht. Also bis gleich. Tschüss. So, ich habe die Waffen eingesammelt und auf einem der Bäume gab es sogar noch zwei Eier. Und falls ihr euch fragt, wie ihr die Metalldinger, die Metallkisten aufbekommt, mit einer Bombe natürlich. Okay. Weiter geht's in den nächsten Raum. Ich jetzt übrigens schon das zweite Mal mache. Denn ich habe beim ersten Mal katastrophal verkackt. So. Den locke ich jetzt erstmal von den anderen weg. Und habe ich eine Zweihandwaffe? Ja. Oh. Komm schon, Stasis-Modul. Alter, du bist nur ein roter Moblin. So. Der ist fertig. Jetzt geht es weiter auf den Baum. Ist der andere, zu dem möchte ich noch nicht. So. Das war doch mal ganz nützlich.
Hier sind Kopfschüsse übrigens sehr praktisch. Versucht den Kopf zu treffen. Kopfschüsse zielen. Machen mehr Schaden. Und die haben so einen herrlich großen Kopf. Da sieht man den. Ah, jetzt ist er verbrannt. Oh, hallo, Herr Moblin. So, aber erstmal mache ich den Schwarzen da fertig. Fertig. Habe ich noch einen stärkeren Bogen? Ja, ich habe noch einen selber Bogen. Will hier nochmal fertig werden. Ja, macht euch gegenseitig fertig. Das finde ich ja noch viel geiler. Guck mal, wie schön ihr das mal könnt. Das war jetzt natürlich extrem praktisch und so nicht geplant. Wie gesagt, eben habe ich voll verkackt. Diesmal hat es gut geklappt. So, schnell bevor die Waffe kaputt ist, nehme ich die natürlich mit. Die können nämlich auch verbrennen. Nach einer Weile. So, hier drin müsste ich jetzt alles haben. Gut, dann sehe ich mich jetzt hier draußen noch um und wir sehen uns gleich für die nächste Ebene. So, auf zur nächsten Ebene und ich kann euch sagen, auf die nächste freue ich mich überhaupt nicht. Die ist nämlich scheiße. Was könnte das wohl sein? Ja, es ist ein Ivarok. Den ich erstmal in Stasis versetze. Nein! Link, bleib drauf. Nicht unbedingt von vorne. Okay. Hier bringt die Stasis nicht sehr viel. Komm schon, Link, jetzt. Oh, kletter doch mal da rauf. Stellt sich manchmal auch wirklich dumm an. Bei keinem anderen Ivarok habe ich so ein Problem, darauf zu kommen. So, ich habe eine Zweihandwaffe, mit der kann man so wunderschöne Drehattacken machen. Ich habe noch eine davon. Was natürlich ein bisschen dumm ist, weil das meine stärksten sind. So. Eisenhammer wäre hier geil gewesen, aber den habe ich bisher noch nicht gefunden. So, warum kriege ich eigentlich keine Edelsteine? Sei ein Mist. Okay, aber er ist, wie ihr seht, besiegbar und mit den beiden Keulen aus dem letzten Raum von den roten Typen konnte ich den jetzt auch relativ easy besiegen. Ich gucke mal, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Hier sind Fässer. Ah, sind Bombenfässer. Okay, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich am Portal für den nächsten Raum. So, ich habe tatsächlich nichts gefunden. Hier gab es ja noch zwei Metallkisten. Ach, da war nichts drin. Und die ist sehr frustriert. Wenn ihr schon Metallkisten hinstellt und es ist verfickt nochmal nichts drin. So, der Raum ist der schönste Raum, ist nämlich der Pausenraum. Könnt ihr euch aufladen. Und da hinten seht ihr eine Fee. Rechts sind drei Kisten, links ist ein Feuer und hinten ist eine Fee. Und damit die nicht abhaut, müssen wir uns da jetzt ganz langsam anschleichen. Wenn die nämlich einmal weg ist, ist die weg. Die kommt nicht wieder. Und die ist so nützlich. Ein Bett wäre auch schön, um meine ganzen Herzen aufzufüllen. Als ich vorhin nochmal von vorne anfangen musste, habe ich nämlich zwei meiner Ausdauercontainer Haftfee gefangen, gegen zwei Herzen getauscht und damit jetzt zwei Herzen mehr, was natürlich sehr praktisch ist. So, und jetzt kann man hier fröhlich alles einsammeln, was man findet. Guckt euch um, es gibt Äpfel, es gibt Fische. Es gibt verdammt nochmal Fische. Zieht euch die scheiß Fische rein. Fangt euch die. Nehmt alles mit, kocht und bereitet euch für die nächste Ebene vor. Da sind die Fische. Ich glaube, da war noch mehr. Gut, ich sammle jetzt erstmal die Äpfel ein. Naja, so viel sind es ja gar nicht. Gut, also ich mache jetzt weiter hier und pflücke und sammle und
gucke und wir sehen uns gleich, wenn ich mich aufgeladen habe. Bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich hier alles abgeholzt. Ah, da ist noch ein Baum übrig. Ich habe gekocht. Ich habe jetzt zweimal Schwertessen. Einmal kann ich damit um eine Stufe erhöhen, einmal um zwei, weil ich zeig's euch. Genau, ich habe jetzt einfach mal Fleischspieße gemacht, bisschen Kraft, Obst. Hier hatte ich genug gehabt für so einen Dreimalangriff. Abwehrspieß. Aber ist das auf keinen Fall, solange der Kraftspieß wirkt. Denn wir wollen ja die Kraft oder die wollen wir ja dann haben. Umgedreht, genauso. Ach ja, ich habe es geschafft, mich selber mit einer Scheißbombe zu treffen. Oh, Ausdauer, Koch, Obst. Spurtomelett. Ich esse erstmal das Fleisch. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel mehr brauchen werde. So, dann habe ich noch die Fee, just in case, die ein bisschen Holz gesammelt. Und genau, den Goshin-Schild. Ich muss anfangen, mit dem Schild zu arbeiten. Ich habe noch ziemlich viele Pfeile. Und dadurch, dass ich die ganzen Bäume abgeholzt habe, habe ich ein paar Ruten und Krogfächer gefunden. Damit kann ich immerhin Gegner wegwehen. So. Und jetzt nichts wie rein hier. Okay, Judy, ich fange links an. Ups. Bis hierhin habe ich es tatsächlich schon mal geschafft. Auch noch in den nächsten Raum. Der letzte wird richtig fies. Da müssen wir uns ein paar starke Waffen aufheben. So, erstmal, da geht aber auch ein schwacher Bogen. Warum rollst du weg? So, immer schön ruft da. Ich wollte doch mit dem Anschleichen machen. Ah, die sind schon ein bisschen scheiße, die Viecher. Natürlich verbrate ich erstmal meine schwachen Sachen. Nehme ich mal alle mit. So, der ist fertig. Noch eine Lanze, noch eine Lanze. Das ist schon ein bisschen geil. Link, komm. Also das mit dem Gegner einfrieren ist schon eine geile Sache. So, mitnehmen. Jetzt ist er schon mal entwaffnet. So, ich lasse ihn erstmal wieder an Land kommen. Da kann ich besser gegen den kämpfen. Als wenn er da hinten ist. Dankeschön. Das ging aber schnell. So, das sollte es gewesen sein. Seine Waffe habe ich. Hier noch eine rum. Die von dem anderen oder habe ich die auch eingesammelt? Ich habe die eine. Hm.
Pfeil und eine Eiche. Die Eiche, die kann ich hier ganz schnell rösten. Naja, oder auch nicht. Ich esse sie dann gleich. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr essen. So. Den Rest hebe ich mir tatsächlich lieber noch ein bisschen für später auf. Was erwartet mich denn hier? Noch eine. Da ist auch noch eine. Habt ihr gesehen? Ups. Denn die Waffe, die der Typ hatte, die stimmt hier bestimmt irgendwo. Gut, solange der andere nicht rankommt, ist eigentlich alles okay. Und das war's auch schon. Also mit der Stasis ist das voll easy. Immer aufpassen, nur dass immer schön ein nach dem anderen. Zwei sind schon echt kacke. So. Ah, ein Exo-Stahl-Bumerang. Also wie man sieht, die Gegner werden zwar schwerer, aber die Waffen auch besser. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen umgucken, denn ich glaube, hier gab es noch das eine oder andere im Wasser. Und ja, das ist eine Kiste, glaube ich. Okay, und wir sehen uns dann gleich, wenn ich in den nächsten Raum gehe. Bis dann. Tschüss. Okay, es geht weiter in den nächsten Raum. Ich habe hier nicht mehr sonderlich viel gefunden. Es gab halt diese Kiste, da war Pfeile drin. Und dann gab es noch eine Metallkiste im Wasser, aber da war nichts drin. Ja, mehr gab es leider nicht. Okay, warum habe ich keinen Bogen? Als erstes möchte ich natürlich den hier loswerden. Oh, hat mich auch nicht getroffen. Da ist eine Kiste. Da ist ein Stein. Ist das nur der Elektrotyp? Nee, da ist noch. Ach, scheiße, ich gehe hier lang. Für den würde eigentlich auch mein schwacher Bogen reichen, aber... Wah! Weg da, bevor der Elektrotyp, der Pyromagier mich findet. Okay, der ist wieder auf seiner kleinen Insel. Dann mache ich es jetzt anders. Und zwar hiermit. Und das hat nicht funktioniert. Scheiße. Jetzt den schnell wegmachen.
Und vor dem Pyromagier Elektromagier aufpassen. Und nicht hinrennen. Schießen reicht. Nein, der ist ja noch gar nicht tot. Auch hier sind Kopfschüsse sehr praktisch. Alter, ich hau jetzt gerade alles drauf, wa? Okay, das sollte es jetzt gewesen sein. Das war's auch. Super, dann werde ich jetzt alles einsammeln, was da hinten im Wasser liegt und glänzt. Ich habe da auch noch eine Truhe irgendwo gesehen. Ich wette, das sind meine Pfeile. Ja. Gut, und wir sehen uns dann gleich beim Teleporter. Bis gleich. So. Das Geile ist natürlich, ich habe jetzt einen Elektrostab. Und den finde ich natürlich ganz schön geil. Der wird mir garantiert auch noch helfen. So. Und zwar im nächsten Raum. Der ist nämlich ein bisschen scheiße. Ich glaube, danach kommen auch nur noch zwei. So, als erstes ist es wichtig, dass ihr die Type hier alle macht. Und zwar mit dem... Oh, mit dem starken Bogen! Scheiße. Nein! So. So, weg. Und weg hier, bevor die anderen mich finden. Da sind nämlich noch zwei. Und ich gehe jetzt von hier aus. Hier lang. Oh, der hat mich natürlich schon gesehen. Mit etwas Pech hat er Pfeil und Bogen. Aber guck mal, was ich habe. Ich hab Fässer, die explodieren. So, ich habe 67 Pfeile. Ich denke, das hier kann ich locker als Pfeilkampf machen. Ich versuche möglichst den Horn zu treffen, denn wenn ich den Horn treffe... kriege ich mehr Dingsbums. Oh, das hat aber nicht lang gehalten. Vielleicht, weil es zu weit weg ist. Ich probiere es gleich nochmal. Nein, mein scheiß Bogen ist kaputt. Fuck. Okay, ich mach mal was anderes. Ach, ich habe keinen Feuerfall mehr. Schade. Aber ich habe eine Fackel. Nö, weg von dem Fass. So, ich werde mal meine Pfeile upgraden. Zu nah an das Fass ran. Und jetzt mache ich aus einfachen Pfeilen Feuerpfeile. Gucken wir mal, wie toll der das findet. Das ist ein bisschen lästig, weil ich immer erst wieder neu ausholen muss. Ich wette, die kann ich nachher alle wieder finden. Oh, danke, dass du nach vorne kommst. Nein, mein scheiß Bogen ist kaputt. Das war mein letzter. Hat der nicht einen Bogen?
ich hier besiegt habe. So. Warte mal, das ist eine Fackel, mit der brauche ich den gar nicht angreifen. Wegrennen. Hat da oben noch mein Feuer? Vielleicht werde ich es rausfinden. Nachdem ich mir jetzt diesen schönen Bogen geklaut habe. Brauche ich eigentlich nicht, aber ich schmeiße es trotzdem mal rüber. Vielleicht lockt es den an, dass er ein bisschen weiter zu mir rankommt. Angriffskraft 14, sehr gut. Sehr schön. Er brennt. Also, es hat sich gelohnt, ganze beschissene Holz aufzusammeln. Mal das hinstellen. Hier ist schön. Du siehst mich, oder? Ja, ich sehe dich auch. Und dann ist der Raum auch gar nicht mehr so schwer, vorausgesetzt, er kommt jetzt da wieder raus. Pfeil brennt nicht mehr. Es ist schön, dass auch die Gegner einen schönen fetten Feuerschaden bekommen, wenn sie brennen. Wie vorhin in dem Raum, wo die sich selber gegenseitig ausgelöscht haben. So. Dank der Fackeln ist es auch gar nicht mal schlimm gewesen, dass ich keine Feuerpfeile mehr hatte. Juhu, ich hab's geschafft! Yay! Geilomatico. Gut, dann gehe ich jetzt mal gucken, was ich noch alles einsammeln kann. Und wir sehen uns gleich wieder. Am Teleporter. Bye, bye. Okay, Leute. Warte. Ich nehme mal eine andere Waffe. Es kommt der nächste Raum. Der ist theoretisch schwer. Praktisch nicht so schwer. Das Tolle hier ist nämlich, ihr seht, es gibt viel Wasser. Und die Viecher, die können nicht schwimmen. So, das Boot nehme ich mit, aber ich fahre nicht darauf. Denn wenn wir jetzt damit fahren, dann kommt erstmal eine, fahren wir diesen schönen Gang entlang, wo die alle wie die Bekloppten auf uns schießen. Und das finde ich nicht so prickelnd. Also hinten rum und erstmal auf die Hauptbasis. Die ist da ganz hinten in der Mitte. Jetzt haben sie mich entdeckt. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen näher ran. Guck mal, ob ich die treffe. Okay, der ist weg. Der hat sich selber erledigt. Hinten ist das Boot. Das darf da noch gerne ein bisschen weiter rumfahren. So. Ein Kopfschuss und der ist auch erledigt. Den da treffe ich den. Sogar mit Kopfschuss. Alter, ich bin so gut. So, wen haben wir denn da? Keine Ahnung, aber der ist jetzt tot. Du bist tot.
bleib doch mal stehen. Und Wasser. Und das ist es nämlich. Da oben wartet ein richtig Fieser auf uns, aber alles, was wir tun müssen, ist das Vieh ins Wasser zu kriegen. Und das kriegen wir. Steht da noch jemand? Nö. Okay, ich hab mein Stasis-Modul. Hier sind ein paar schöne Waffen. Oh, na, da weiß ich auch, was ich dafür rausschmeiße. Dich. Dich. So. Und ihr seht, der ist im Wasser, der ist tot. Ich muss nicht immer bis zuletzt alles ausschöpfen. Und die bis zuletzt fertig machen. So. Jetzt kommt Fieser. Aber so fies ist der gar nicht. Passt mal auf. Haben wir noch? So. Damit ist der erstmal entwaffnet. So. Weiter. Ja. Geh darüber. Im Wasser. Besiegt. Tada! Ah, guck mal, wir hätten jemanden vergessen. Oh. Na, den machen wir doch auch noch. Tschüss. Jetzt sollte es aber fertig sein. So. Also, der Raum ist gar nicht so schwer, wie er aussieht. Denn überall ist Wasser. Und Wasser ist unser Freund. Gut. Und ich werde jetzt alles, was ich hier finde, einsammeln. Und wir sehen uns dann am Teleporter Point. Bis gleich. So, übrigens, was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr hier doch noch Gegner auf den Plattformen trefft und sagt, ich will aber nicht gegen ihn kämpfen, keine Panik, ihr habt Cockfächer, nicht vergessen. Damit kann man ganz wunderbar den Gegner von der Plattform wehen. Wollte ich nur gesagt haben. So, jetzt kommt der fiese Hinox. Und ich weiß, es ist nicht so clever, wenn ich beide Angriffdinger auf einmal esse. Aber für mich ist gerade besser 14. Was mein stärkstes? 15. 18. So, hier müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Der kann uns jetzt nicht mal so richtig gefährlich werden, der Hinox. Denn Hinox haben... Boah, habt ihr das gesehen? Scheiße, Alter. So. So, jetzt fällt er auf den Arsch. Und weg. Fall ins Auge und wieder hin. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir entweder drauf gehen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Doch. Denn unterschätzt nicht die Wucht seines Arsches. Boah, nicht geklappt. Und niemals das Vieh aus dem Augen lassen. Wie gesagt, nicht unbedingt in den Nahkampf gehen. Oh Gott, ich bin gerade froh, dass ich noch eine Fee habe. Oh, mein Kabel hängt. Scheiße. Okay, Fee. So, das ist Kabel abgemacht von dem Game. Oh! Okay, das ist ein Kampf, der definitiv ein bisschen länger dauern wird. Nein, was macht der denn da?
Und wieso hat er das Auge zu? Was macht er mit dem Baum? Ja genau, schmeiß den Baum weg. Du willst keinen Baum haben. Oh! Gucken, was eine Bombe macht. Nicht viel. Okay, Auge getroffen. Weg, 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 Link! Weg mit dir! Ich brauche eine andere Waffe. Und zwar dich. Oh, warum ausgerechnet ein blauer Hinox? Hätte ein roter nicht getan. Wow, weg, 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 weg! Naja, wir haben schon über die Hälfte geschafft, ne? Oh, zu nah dran. Das fette Kinn war im Weg. Aber ich glaube, auch die Pfeile sind nicht ganz angenehm für den Typen. Wow, weg, 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 weg! Geh weg, Link! Flitze, Mann! Oh! Link! Und hab ich dich getroffen? Nein. Geh weg! Gott, ey, stell dir mal jetzt vor, das Ding würde sich genauso lahmarschig aufladen. So. Schnell ran. Und weg. Das ist immer der gefährlichste Moment, wenn er aufsteht. Der tretet nämlich auch. Nicht nur sein Arsch ist gefährlich, auch seine Steine sind seine Beine sind verdammt gefährlich. Lieber einmal mehr gehen. Leute, lasst es nicht drauf ankommen. Nein, Link! Verpiss dich! Okay, ich krieg das mittlerweile besser hin, in sein scheiß Auge zu zielen. Und ich glaube auch mit... Oh, meinen Waffen werde ich hinkommen. Keine Ahnung, warum das jetzt wichtig war. Aber irgendwie war es das. Oh, ich sehe gerade, meine... Es wirkt nicht mehr, also kann ich auch gut und gerne mein Abwehressen essen. Kein Wunder, dass es auf einmal so lange dauert. Oh, weg, 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 weg! Also, auf lange Sicht müssen ja auch die Pfeile irgendwas bringen, oder? Wo ist er? Nicht den Hinox aus den Augen verlieren. Jetzt schön auf die Fußsohle. Ah! Ich glaube, jetzt bin ich gerade in seine Eier rein. Und hey, das fand er nicht so prickelnd. Ich habe gewonnen! Alter, ich habe die Prüfung des Schwertes geschafft! Woo! Und ich habe nur 2 Stunden gebraucht. Aber keine Sorge, ich werde euch das so zusammenschneiden, dass das für euch keine 2 Stunden sind, die ihr jetzt so gucken müsst. Okay, das war's dann, oder? Oh, meine Nase. Oh, zum Glück ist mal fertig, muss mich dringend die Nase putzen. Und da ich gerade extrem erkältet bin, kommt da auch extrem viel raus. Also das wird laut und lang. Wo bin ich denn hier? Aber wenn hier nochmal ein Boss kommt oder so, dann finde ich das nicht prickelnd. Auserwählte des Schwertes, du hast die Prüfung gemeistert. Ja! Yeah! Hab ich. Ich glaube, mein Masterwert wird jetzt stärker, oder? Von wegen, die Scheißwaffe hatte ich ja nicht. Wäre schön gewesen, eine 30er Waffe zu haben. Ja, Mann. Auf zu labern, dann komme ich auch hoch. Ich meine, ich habe so viel gemacht in diesem Spiel. Warum kann es nicht einfach so stärker werden? Warum muss ich noch zeigen, dass ich noch mehr Viecher besiegen kann? Oh,
Vor allem, was ist, wenn ich da runterfalle? Muss ich dann die ganze Scheißprüfung von vorne machen? Hast du schon mal gesagt, dass ich Höhenangst habe? Erzählt mir doch mal in euren Kommentaren, seid ihr da schon mal runtergefallen? Musstet ihr die Prüfung nochmal machen? Da bin ich echt neugierig, aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht drauf ankommen lassen. Jutti, wir sehen uns wieder in der zweiten Prüfung des Schwertes, dann in dem mittleren Modus. Obwohl, warte, da kommt jetzt bestimmt gleich noch ein bisschen Nahbesequenz. Ah, seht ihr da oben? Ich habe mein Pferd-Motorrad. Wow. Oh, Motorradfahren ist auch geil. Ich fahre ja selber eine Vespa seit einem Jahr. Ich liebe Vespa-Fahren. Und ich bin unglaublich bequem geworden dadurch. Alter, so richtig. Aber es macht Spaß. So. Linke. Wie viel Angriffskraft hat denn das Schwert jetzt? Oh, ist das Stern länger geworden? Nee, ist immer noch eine Einhandwaffe. Gut. Würde mich jetzt nicht stärker nennen, aber gut, das Schwert ist stärker geworden. Ich war schon vorher stark. Ja, aber ich glaube, da mache ich jetzt erstmal eine Pause. Genau, wir sehen uns dann beim zweiten Teil. Oh. Und ich muss vorher meine Herzen mal ein bisschen auffüllen. Jutti, also bis dann. Und nicht vergessen, gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, naja, von mir nicht erhören, aber meine Videos sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Bis dann, ich bin Mahadevi. Bye, bye.